Ja, von meiner Seite auch einen wunderschönen guten Morgen. Es freut mich, dass ich schaue gerade nochmal auf die Teilnehmerzahl 69 Leute um 9 Uhr. Wenn ich das jemandem vor einem Jahr erzählt hätte, ich wäre ausgelacht worden um 9 Uhr ein Meeting. Es ist großartig, was in Zeiten von Covid und Corona alles möglich ist. Und mit dem möchte ich auch einsteigen. Heute ein bisschen über die digitale Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen, spannenderweise ein bisschen so vor Covid. Und so wie es sich halt jetzt auch ein bisschen annähert, so wie ihr zum Beispiel auch mit den Jugendlichen arbeitet, also von Hausparty, das plötzlich wieder aufpoppt oder sonstige soziale Netzwerke, die vielleicht früher noch ein bisschen Randerscheinungen waren, wie zum Beispiel Discord, die jetzt plötzlich gerade in der digitalen Jugendarbeit auch einen sehr großen Stellenwert einnehmen. Also ich weiß es zum Beispiel auch von den Jugendzentren in Wien, die ihre digitalen Jugendzentren alle auf Discord umgelegt haben, was eigentlich auch scheinbar relativ gut funktioniert. Nicht schrecken für alle, die das noch nie gesehen haben. Ich werde jetzt meinen Bildschirm teilen. Es wird gleich ein Vollbild geben bei allen. Jeder, der das nicht möchte, einfach auf Escape drücken. Dann sieht man wieder ein bisschen weniger. Sehr gut. So, ich starte mal die Präsentation. Wunderbar. Kurz zum Ablauf. Mein Vorschlag ist, ich versuche ungefähr eine halbe Stunde ein bisschen an einen Input zu geben. Wenn Fragen dazwischen aufkommen, einfach in den Chat schreiben. Johannes wird mich auch bitte einfach unterbrechen, falls irgendwas aufkommt. Ich sehe das leider bei der Präsentation, habe ich nicht so gescheit. Wir können da jederzeit ad hoc auch darauf antworten. Und sonst würde ich vorschlagen, dass wir zum Schluss dann noch entsprechend Raum und Zeit haben, auch Fragen zu stellen und darüber zu diskutieren. Nutzt es aus heute. Wir haben relativ viel Rückmeldungen mittlerweile schon auch aus anderen Jugendzentren bekommen. Eben, wir haben zum Beispiel jetzt auch mit der Boja schon ganz viele Workshops gemacht in die Richtung. Und da gibt es schon sehr viel Austausch, wie man was machen kann. Eins gleich vorweg, es gibt leider nicht den einen Knopf, die eine richtige Lösung. Man muss viel trainieren, viel ausprobieren, viel tun gerade. Aber ich glaube, gemeinsam kommen wir dann schon auf eine Lösung, die für euch dann auch gangbar ist. Das Ziel ist heute, Snapchat, Insta und Co. in Zeiten von Corona ein bisschen zu beleuchten. Wie schaut es aus? Was ist eigentlich diese digitale Jugendwelt? Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Matthias Jax, ich bin Projektleiter von Safer Internet. Safer Internet ist die EU-Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, seit mittlerweile 15 Jahren auch in Österreich Kinder und Jugendliche beim sicheren Umgang mit dem Internet zu unterstützen. Wie machen wir das? Ich erkläre es immer ganz einfach an dem alten Beispiel Snapchat. Wir versuchen den Jugendlichen zu sagen, wie sie aufpassen müssen, wenn sie was posten, dass es nicht auf der Snapmap landet und was es heißt, dort ein Ghost zu sein. Und den Eltern erzählen wir dann, wenn die Augen irgendwie so, was redet der schon wieder? Was ist eigentlich Snapchat und um was geht es da eigentlich? Und gemeinsam versuchen wir dann auch mit Eltern, Lehrern, Pädagogen, Jugendarbeiterinnen Lösungen zu finden, um die digitalen Medien, die genutzt werden, auch entsprechend nutzbar zu machen und auf was man aufpassen muss. Das ist unsere Webseite, kann ich sehr empfehlen. Wir haben da auch einen eigenen Menüpunkt Jugendarbeit. Da gibt es ganz viele tolle FAQs, also wirklich von den klassischen Fragen, wie darf ich das WLAN eigentlich im Jugendzentrum nutzen, auf was muss ich aufpassen. Der große Vorteil bei uns ist nämlich auch, wir haben ein kleines Team von Juristen und Juristinnen, die eigentlich für den Internet-Ombudsmann arbeiten, die wir aber auch genau zu solchen Sachen immer fragen dürfen. Und da können wir relativ kompetent eigentlich auch sehr pragmatische Antworten geben. Also nicht nur sehr durch juristische Antworten, sondern wir sagen dann auch ganz klar, wir glauben, das ist okay. Ganz große Frage ist immer zum Beispiel unser meistgeklicktester Artikel auf saferinternet.at. Ab welchem Mindestalter dürfen jetzt eigentlich Jugendliche diese Netzwerke nutzen? Und auch viele Lehrer und Eltern kommen jetzt regelmäßig zu mir und fragen dann, ja, aber eigentlich ist das ja nicht erlaubt, oder? Ich meine, da ist da irgendwas mit 13 schwirrt herum, irgendwas mit 14 schwirrt herum. Wie schaut es jetzt eigentlich genau aus? Man kann es relativ einfach runterbrechen. Es gibt die Datenschutzgrundverordnung seit 2018. Vorher war es eigentlich auch schon geregelt. Die besagt in Österreich, dass die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erst mit 14 ermöglicht ist. Das heißt, Kinder müssen mindestens 14 Jahre alt sein, dass sie zustimmen können und dürfen per Gesetz, dass die personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Was ist jetzt mit Kindern, die jünger sind? Die brauchen eine Zustimmung von den Eltern. Und jetzt kommt so ein bisschen die Schwierigkeit. Aber viele Netzwerke sagen jetzt schon mal, eigentlich müssen die Kinder mindestens 13 sein.
Was hat es jetzt damit auf sich? Das ist auch ganz einfach zu erklären. Amerikanische Unternehmen, die haben einen sogenannten Children Protection Act. Und der besagt in Amerika, dass personenbezogene Daten von Kindern unter 13 nicht verarbeitet werden dürfen. Ganz einfach. Jetzt sind aber viele Kinder unter 13 auf diesen sozialen Netzwerken, von Instagram über WhatsApp und sonstiges. Kann denen jetzt irgendwas passieren? Nein, kann nicht passieren. Das Einzige, was wahrscheinlich passieren wird, wenn irgendein Netzwerk drauf ist, dass der Account gelöscht, gesperrt wird. Aber es wird keine rechtlichen Belange dafür geben und auch zum Beispiel die Eltern werden dafür nicht belangt. Und es gibt unseres Wissensstands aktuell auch keinen einzigen Fall, der so etwas dann auch irgendwie nach sich zieht. Also da kann man ein bisschen beruhigt sein. Wichtig ist aber trotzdem einfach zu wissen, dass diese Netzwerke eben von Personen genutzt werden, die auch jünger sind. Und zum Beispiel WhatsApp ist ja da ganz radikal gewesen. Die haben einfach auf 16 angehoben. Die haben gesagt, WhatsApp darf erst ab 16 genutzt werden. Was war der Hintergrund? Die europäische Richtlinie hat vorgegeben, dass das maximale Alter 16 ist, wo Personen zustimmen können oder Jugendliche zustimmen können, dass sie personenbezogene Daten verarbeiten dürfen. Und die haben gesagt, naja, wir werden jetzt nicht für jedes Land einzeln in Europa, weil das ist jedes Land einzeln vom Alter geregelt, werden wir da jetzt einzeln abfragen, sondern wir nehmen einfach das maximale Alter. Und für alle, die sich daran erinnern, die WhatsApp hatten, was hat WhatsApp gemacht? Die haben ein kleines Pop-up dazwischen gelegt und gefragt, bist du eh 16? Natürlich hat halt jeder auf Ja gedrückt, so viel dazu. Also da gibt es nicht recht viel rundherum. Das Einzige, was eben passieren kann, ist, dass wenn man sich ganz blöd anstellt, dass der Account vielleicht einmal gesperrt wird. Aber in der Regel haben Jugendliche, und das wisst ihr eh besser als ich, nicht nur einen Account, sondern ganz viele Accounts bei den einzelnen sozialen Netzwerken. Größter Nachteil bei WhatsApp, dann höre ich schon wieder auf mit dem Thema, dann ist die Telefonnummer auch gesperrt. Das heißt, da muss man natürlich immer ein bisschen drauf schauen, aber uns ist aktuell auch kein Fall bekannt, wo wirklich eine Telefonnummer gesperrt wird, weil das Kind oder der Jugendliche zu jung ist. Deswegen Signal nutzen, da ist alles viel besser. Kleiner Einwurf. So. Vor Covid, das habe ich jetzt da so dastehen, vor Covid war die Welt noch in Ordnung. Man sieht hoffentlich die Blume im Hintergrund ein bisschen. Wir machen nicht einmal im Jahr den Jugend-Internet-Monitor. Den veröffentlichen wir im März, Mitte März meistens, und da befragen wir Jugendliche, und zwar 400 Jugendliche in ganz Österreich, in einer repräsentativen Umfrage. 400 klingt jetzt nicht viel, aber das ist eine ausgewählte Stichprobe, das heißt, man kann relativ gut auch Rückschlüsse da ziehen. Und so schaut es aus. 2020 hat sich nicht so viel getan. Größter Ausreißer ist TikTok. Und das Spannende ist, wir sind jetzt mittendrin in dieser Covid-Zeit, man merkt, und das habt ihr wahrscheinlich jetzt auch schon gemerkt, viele dieser Netzwerke, die da drauf sind, oder es gibt sogar Netzwerke, die gar nicht da drauf sind, die wahrscheinlich nächstes Jahr extrem stark ausfallen werden, also die da auch herkommen. Schauen wir uns ganz kurz an, was ist passiert, was war zumindest bis März noch ganz aktuell. Natürlich Stelle 1, WhatsApp. Ganz klar, warum? WhatsApp ist halt einfach die Plattform, die auf jedem Smartphone funktioniert, egal wie alt. Also ich glaube, solange ich kein 10 Jahre altes Smartphone habe, funktioniert WhatsApp einfach. Und es ist betriebssystemübergreifend. Es hat sich einfach als Platzhirsch da reingesetzt und es funktioniert einfach wunderbar. Natürlich gibt es dort auch viele Funktionen, die vielleicht viele gar nicht nutzen oder gar nicht kennen. Und eine dieser Funktionen, die nicht zu unterschätzen ist, ist zum Beispiel bei Jugendlichen auch das Standort teilen. Also ich persönlich nutze es auch, wenn ich mit jemandem in einer fremden Stadt unterwegs bin. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr Ljubljana, wir sind essen gegangen, ich bin nachgekommen. Bevor er mir erklärt hat, wo ich hin muss, hat er halt einfach auf WhatsApp seinen Standort geteilt. Und entsprechend bin ich diesem GPS-Signal nachgegangen. Was ist das Tolle an WhatsApp? Es ist Ende zu Ende verschlüsselt. Was bedeutet das? Das ist auf dem Gerät verschlüsselt. Ende zu Ende Verschlüsselung ist ja gerade ein ganz wichtiges Thema in den letzten acht Wochen geworden. Es wird auf dem Gerät verschlüsselt, und wenn ich das jetzt zum Beispiel zum Johannes schicke, dann ist es bis zum Johannes durchgehend verschlüsselt. Es kann keiner dazwischen hingreifen und keiner weiß eigentlich, was in dieser Nachricht drinnen steht. Das ist aber WhatsApp ziemlich egal, weil es gibt genügend Metadaten rundherum, sogenannte Zusatzdaten, die es benötigt, um diese Information zu verschicken.
Was weiß WhatsApp? WhatsApp weiß zum Beispiel meinen Namen, den weiß den Namen von Johannes, die Telefonnummer von mir, welchen Standort ich habe. Wenn ich ein Profilbild hochgeladen habe, kennt es mein Profilbild. Es weiß, dass ich einen Text verschickt habe oder ein Bild. Je nachdem, wie groß dieses Bild, Video oder Text ist, weiß auch die Größe. Kann ungefähr abschätzen, zu welchem Zeitpunkt, wenn ich schon öfters was geschickt habe, auch da rückschließen, was möglicherweise in diesem Text drinnen steht. Also WhatsApp braucht diese Information gar nicht mehr, weil die einfach aus diesem Konvolut dann ganz vielen Informationen herauslesen kann, um was es wahrscheinlich gegangen ist. Deswegen aber keine Angst. Das ist aber auch der größte Nachteil bei WhatsApp. Wenn zum Beispiel was passiert, dann gibt es keinen Knopf, wo man einfach was löschen kann. Also klassischer Fall ist zum Beispiel Cybermobbing-Bild von irgendjemandem, ein diffamierendes Bild wird herumgeschickt, leider manchmal auch Nacktbilder. Und dann kommt der große Aufschrei, wir müssen dieses Nacktbild oder dieses Bild wieder von WhatsApp runterbekommen. Nur es gibt keine Möglichkeit, dieses Bild von WhatsApp runterzubekommen. Ich muss wirklich zu jeder einzelnen Person hingehen und auf deren Smartphone physischen Zugriff haben, um dort nachzuschauen, ist dieses Foto gelöscht, ist es in der Galerie gelöscht und hat es nicht weitergeschickt. Und da sitzt ja schon ein bisschen diesen Krux auch, was die Verschlüsselung angeht. Es gibt jetzt keine Möglichkeit, da wieder irgendwas zurückzunehmen, wenn es einmal wirklich im Netz ist. Und auf WhatsApp ist es dann schon auch um diese Spur stärker. Also das ist vielleicht so einfach als Hintergrund dazu. Man braucht das WhatsApp nicht verteufeln, aber es ist de facto Ende-zu-Ende verschlüsselt. An zweiter Stelle, YouTube nicht nur als Kanal zum Anschauen, sondern natürlich auch die beliebteste Suchmaschine unter Jugendlichen. Natürlich, was machen Jugendliche heutzutage, wenn sie ins Internet gehen? Die werden nicht auf Wikipedia gehen, weil das ist eher langweilig, sondern sie gehen auf YouTube und schauen mal, ob irgendjemand etwas dort schon zum Beispiel zu einem Buch eine Zusammenfassung hat. Und meistens gibt es auch ganz tolle Buchzusammenfassungen. Und wie schummeln die Jugendlichen? Das habe ich eh schon, das ist meine Lieblingsgeschichte. Jeder, der den Jugendinternetmonitor von mir schon mal erklärt bekommen hat, hat das schon mal gehört. Die schalten die Untertitel ein bei YouTube, kopieren diese Untertitel raus und geben das dann als Referat zum Beispiel ab. Das ist großartig, weil das finde ich zum Beispiel in der Suche nicht und sehr kreative Möglichkeiten natürlich, diese Dinge auch zu nutzen. YouTube selber wird aber auch ganz viel genutzt, zum Beispiel auch im schulischen Bereich, um sich selbst als Schüler fortzubilden. Wenn mein Lehrer zum Beispiel mir was erklärt hat und ich habe vielleicht nicht aufgepasst oder ich habe gar keine Lust gehabt oder ich habe es nicht verstanden. Es gibt unendlich tolle Tutorial-Videos auf YouTube und das ist auch mein Appell an euch, nutzt YouTube wirklich auch für genau so etwas, für Fortbildungen. Es gibt zu jedem Thema im deutschsprachigen Raum jemand, der dir das erklärt und ich persönlich habe so auch gelernt, wie man eine Rehgipswand einen Dübel reinbekommt. Also es gibt Dinge, die kann man sich einfach anschauen und es ist sicher jemand auf YouTube, der einem das erklärt. Instagram und Snapchat, natürlich diese schöne Bilderwelt. Instagram ist so in der Früh eben das, ich mache das Panoramafoto vom Sonnenaufgang, setze dann ganz viele Filter drüber und sage Hashtag NoFilter. Das Ganze wird mittlerweile sehr stark auch in den Stories geteilt. Stories sind so diese kurzen 24-Stunden-Videos, sind ganz kurze Kurzvideos, wo entweder ein Bild oder wirklich ein Video auch drinnen ist, das Freunden oder allen geteilt wird und nach 24 Stunden wieder weg ist. Das haben sie sich ein bisschen von Snapchat abgeschaut. Das war eigentlich der Grund, warum Snapchat in der Form mal sehr populär war, weil man so digitale Erinnerungen teilen kann. Weil ich habe nur 24 Stunden Zeit, kann in Echtzeit teilhaben an dieser Erinnerung und dann ist dieses Foto wieder weg. Natürlich ist es nie ganz weg. Es ist immer auf einem Server weiter gespeichert, aber ich habe zum Beispiel keinen Zugriff in der Form einmal drauf. Und Snapchat natürlich die Plattform, wo dann einfach, wenn ich in der Früh aufstehe, dann fotografiere ich dann, wenn ich rausgehe, die Farbe meiner Schuhe und das teile ich dann meine Freunde und dann schaffen wir es vielleicht eine Regenbogenfarbe, weil jeder unterschiedliche Schuhfarben anhat, zu erzeugen. Es ist ein bisschen quick and dirty, Instagram schöner, inszenierte Bilderwelt, Snapchat quick and dirty, Erinnerungen, da geht es einfach um schnell und da muss man nicht so viel überlegen. Snapchat ist vor allem beliebt worden für diese schönen 3D-Filter, für alle, die das schon mal ausprobiert haben. Das ist faszinierend, was Snapchat da alles drauf hat. Also diese ganzen Hasenohren, die man jetzt auf TikTok sieht oder so, der Vorgänger dazu war alles von Snapchat. Facebook ist noch immer dabei, verwundert uns alle. Wir können es uns auch nur bedingt erklären, aber wenn man dann bei den Jugendlichen nachfragt, sagen sie zwar im ersten Moment, nein, Facebook, das ist ja was für Oma und Opa.
Nein, Facebook ist nicht nur für Oma und Opa, sondern Facebook ist natürlich auch weiterhin für Jugendlichen relevant. Warum? Einerseits das News-Kanal, so hat es auch Zuckerberg vor 3, 4 Jahren angekündigt, er möchte der Nummer 1 News-Kanal werden. In die Richtung bewegt er sich natürlich auch jetzt. Und auf der anderen Seite gibt es ganz viele Gruppen, wo Jugendliche auch geschlossen miteinander kommunizieren. Also es ist nicht nur diese öffentliche Pinnwand, wo alle drauf öffentlich kommunizieren, sondern es sind viele in diesen einzelnen Gruppen oder eben auch für Veranstaltungen. Also das darf man auch nicht unterschätzen, diese ganzen Veranstaltungen von Musikern und so weiter. Wenn es Netzwerke gibt, dann passiert das meistens auf Facebook. Ja, und Gewinner zumindest bis März war mal TikTok. Ich gehe mal stark davon aus, dass TikTok mittlerweile vor Facebook oder in dem Bereich von Snapchat und Instagram ist. Ich meine, gibt's von euch irgendjemanden, der TikTok noch nie genutzt hat oder nicht noch nie reingeschaut hat? Also schauen wir mal in den Chat vielleicht. Gibt es eine Rückmeldung, Johannes? Ich warte noch, aber ja, also es gibt schon Menschen, die aufzeigen. Ja, also ja, einige. Spannend. Wie gibt's das? Nein, Scherz. Also ich erkläre es ganz kurz. TikTok ist relativ einfach. TikTok, kann man sich vorstellen, war früher Musical.ly. Das war so eine Art Karaoke-Plattform. Ganz früher, wie wir das erste Mal vor 4 Jahren da uns damit beschäftigt haben, war Musical.ly eigentlich eine Plattform von jüngeren Mädels zwischen 8 und 12, die Karaoke getanzt haben. Das heißt, die haben ein Musikstück von ein populäres Musikstück gehabt, haben den Mund dazu bewegt und eine nette Choreografie gemeinsam getanzt. Teilweise war sie vorgegeben, teilweise war sie selbst erfunden. Ist dann gekauft worden, Musical.ly von einem chinesischen Anbieter, heißt jetzt eben TikTok und hat sich ein bisschen gewandelt seitdem. Also es ist nicht mehr nur einfach so eine Karaoke-App, wo ich lip-sync, also wo ich wirklich einfach nur singe, so tue, wie wenn ich singe und mich lustig bewege, sondern es gibt viele lustige Videos, die einfach von Zauberei, Videos, also digitale Magie, bis hin zu lustigen Challenges, wo ich zum Beispiel mit Augen zwinkern muss, um eine gewisse Stoppuhr, eine digitale anzuhalten. Also da gibt es ganz viel, es ist eine Spiel-App ein bisschen geworden, auch eine Unterhaltungs-App. Es ist ein bisschen weg von dieser Musik-App. Natürlich ist es nochmal sehr, sehr stark, aber vor allem die Zielgruppe hat sich ein bisschen gewandelt. Warum? Weil TikTok aktuell eigentlich das einzige Netzwerk der Welt ist, das wirklich weltweit funktioniert. Weder Facebook noch Snapchat noch WhatsApp noch Instagram funktionieren zum Beispiel im asiatischen Raum so gut, geschweige denn in China. Also in China wäre das Pendant zu WhatsApp ja WeChat. Aber TikTok funktioniert dort zum Beispiel. Natürlich kriegen die anderen Content auch angezeigt, aber ich habe theoretisch die Möglichkeit, auch chinesischen Content oder asiatischen Content zumindest dort anschauen zu lassen. Gibt immer ganz große Diskussionen rundherum wegen Zensur und so weiter. Auf das will ich gar nicht eingehen. Aber ein wichtiger Punkt ist, TikTok ist einfach aktuell eine sehr wichtige und sehr relevante Plattform. Und vor allem bei den Jugendlichen, da muss man extrem auch drauf schauen. Das Problem ist, diese Videos sind oft, wenn es um Musik geht, übersexualisiert. Das heißt, natürlich möchte ich dort so sein wie die Sternchen, wie die Popstars. Und wenn ich so ein Musikvideo mache, wie verhalten sich die Popstars, wenn ich mir Rihanna oder so anschaue? Ich meine, ich weiß gar nicht mehr, ob die noch irgendwie aktuell ist. Tut mir leid, falls da jetzt irgendjemand zum Lachen anfängt. sieht man ja auch, wie körperbetont die angezogen sind und wie die eigentlich ihre Vorbildwirkung dann auch entfalten bei den Jugendlichen. Und entsprechend sieht man auch sehr viele Videos, die übersexualisiert natürlich versuchen, zu punkten, viele Likes zu bekommen, und die bekommen auch viele Likes. Und da muss man natürlich auch reflektieren, und da kann man aber auch drüber reden, warum kriegst du das? Ist es vielleicht wegen deiner Performance, oder ist es vielleicht, wie du dich angezogen, wie du dich bewegt, wie du getan hast online? Kann ich aber jedem mal sehr empfehlen. TikTok kann man auch über nicht nur die App, sondern auch über die Webseite abrufen. Gibt sehr spannende Videos. Größter Kritikpunkt ist bei TikTok, ich weiß es aktuell leider nicht, berichtigt es mich, falls es nicht mehr funktioniert, dass man die Videos einfach weitersenden kann und runterladen. Ich habe leider die Information, die letzte war vor 6 Wochen. Ich hoffe, dass es mittlerweile schon verbessert haben, aber das war eines der größten Probleme, dass wenn ich ein Video öffentlich gestellt habe, dass ich das einfach runterladen konnte, ohne irgendwie dazwischen was zu installieren. Und ich habe in der App einfach auf Weiterleiten per E-Mail, das Ding ist runtergeladen worden und ich habe das für immer auf meinem Computer gehabt. Deswegen noch mehr muss man da natürlich aufpassen. Was wir neu erhoben haben, war Pinterest.
Natürlich, für Leute, die Pinterest nicht kennen, ist eine digitale Bilderwand. Für alle, die vielleicht heiraten in Zukunft oder schon geheiratet haben, die sind schon mal auf Pinterest gewesen. Das ist ein ganz beliebter Bereich dort. Da gibt es einfach Themen, Bilderboards, wo ich mich inspirieren lassen kann. Auch für Jugendliche hochrelevant. Skype war dann noch dabei. Auch noch im Jugendinternetmonitor ist mittlerweile auch mit Sicherheit stark nach oben gegangen. Spannenderweise vor allem bei internationalen Freunden, weil Skype einfach so, das ist so die Basis-App, die irgendwie, wenn man einen Computer hat, dann hat man irgendwie auch mal Skype, wenn man mit internationalen Freunden unterwegs ist. Und Skype ist ja auch auf Windows 10 zum Beispiel auf den Computern vorinstalliert. Da brauche ich dann nur noch einen Account und kann eigentlich diese App schon nutzen. Twitch war dann noch sehr beliebt. Twitch ist ja eigentlich die Streaming-Plattform, wo man Spieler und Spielerinnen zuschauen kann beim Spielen. Für alle, die das nicht kennen, das wirkt ein bisschen komisch, wenn man es nicht weiß, aber das ist ja ein ganz normales Ding. Twitch gibt einfach Menschen die Möglichkeit, Profispieler und Spielerinnen, aber nicht nur, zuzuschauen, wie sie zum Beispiel ihr Spiel spielen. Es gibt unterschiedliche Motivationen. Ich habe da auch mit Jugendlichen schon drüber gequatscht und eine davon ist, dass sie lernen wollen. Also ganz klassisch ist wirklich bei den Jüngeren, auch bei Minecraft. Ich möchte lernen, wie zum Beispiel Minecraft funktioniert oder wie dieses eine Gebäude gebaut wird. Johannes, du möchtest eine Frage stellen. Gib dem Ja, Chat. Matthias, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und zwar im Chat ist eine Frage gekommen zum Thema TikTok und quasi dem Teilen von Inhalten von TikTok auf anderen sozialen Netzwerken. Wie das dann zum Beispiel ist, zwecks Urheberrecht bzw. Verwendung der Musik, darf man das oder darf man das nicht? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Danke für die Erinnerung. Das ist ein großes Problem natürlich bei TikTok, weil die Inhalte, die ich dort verwende, die Musik, die ich dort verwende, ist eigentlich urheberrechtlich geschützt. Jetzt gibt es im amerikanischen Raum die Möglichkeit, eigentlich so Musikstücke bis zu 30 Sekunden, glaube ich, zu remixen oder zu verwenden. So eine Art Fair-Use-Klausel. Die gibt es aber in Europa nicht und auch die gibt es auch in Österreich in der Form nicht. Entsprechend ist es eigentlich ganz korrekt gesagt nicht erlaubt, dass wenn ich ein TikTok mache, die fremde Musik nutze, den Rechteinhaber nicht gefragt habe und das dann auf Facebook oder auf Instagram hochlade, dass ich das tue. Im Regelfall wird dir nichts passieren, weil TikTok da sehr dahinter ist, dass nichts passiert. Also TikTok hat mir zum Beispiel vor 2 Monaten, weil ich hier sie eben nochmal drauf angesprochen habe, mir erzählt im deutschsprachigen Raum, dass sie mit den ganzen großen Labels, zumindest für diese 30 Sekunden oder 1 Minute Musikstück, was sie da haben, jeweils Lizenz abgeschlossen haben. Das heißt, da gibt es ein Common Agreement, wobei das ist auch immer so ein bisschen in Diskussion gewesen, weil ich weiß zum Beispiel auch von einem Fall liegt in Dublin aktuell, dass nicht alle Rechteinhaber gesagt haben, das ist okay, weil TikTok ist einfach drüber gefahren und gesagt, wir tun das jetzt und ihr schließt es bitte mit uns das ab, weil sonst verliert ihr 500 Millionen potenzielle Nutzer und Nutzerinnen. Aber grundsätzlich sollte man es eigentlich nicht machen. Das ist auch ein wichtiger Tipp, wenn man zum Beispiel selber Musik hochlädt dort, dann wird das in diesen Common Pool, also wird das in den Musikpool aufgenommen und ich gebe eigentlich meine Lizenzrechte an TikTok ab. Also da dann wirklich. Und da ist dann auch immer die Frage, darf ich das eigentlich? Wenn ich die TikTok-Videos, die ich dann produziert habe, auf anderen sozialen Netzwerken teilen möchte, ist das dann eine andere Geschichte, weil da ist ja TikTok dann nicht mehr so dahinter. Das ist eben genau das Problem. Also ich darf es auf TikTok veröffentlichen und die Lizenzabkommen sind auch speziell für die Plattform TikTok gemacht. Aber dadurch, dass ich es so einfach woanders teilen kann, wäre das eigentlich nicht okay, weil ich lade das Video dort, wenn ich Pech habe, hoch. Wenn ich nur einen Link dorthin teile, dann ist es kein Problem. Also ein Link selber würde ja bedeuten, dass es trotzdem noch immer auf der Plattform TikTok gehostet ist und ich nur diesen Link wiedergebe, in welcher Form auch immer. Wenn ich das Video aber wirklich runterlade und woanders neu hochlade, dann dürfte ich das eigentlich nicht. Mir ist es auch kein Fall bekannt, vor allem das Gute ist in Österreich, wir sind da sehr zurückhaltend, was diese Themen angeht. Also es gibt da jetzt keine großen Mahnverfahren, so wie zum Beispiel in Deutschland. Aber grundsätzlich heißt es da immer aufpassen und auch zu schauen, wie man das macht. Und das Vorbild, die wir ja eigentlich auch sind, heißt es eigentlich, sich damit zu beschäftigen, zu wissen, dass Urheberrechtsverletzung eigentlich besteht, wenn ich das runterladen, wann das noch hochlade. Und eigentlich sollte man das nicht machen.
Genau, Twitch haben wir da noch, kann ich anderen Spielern zuschauen. Das war eben mit Minecraft zum Beispiel. Ich kann aber auch Spiele zuschauen, die ich mir aktuell vielleicht auch nicht leisten kann. Also das ist auch ein ganz pragmatischer Zugang von Jugendlichen. Also AAA-Spiele, die ganz großen Spiele, die kosten schon mal 70, 80 Euro, wenn sie neu herausgekommen sind. Und das habe ich vielleicht das Taschengeld nicht gleich zur Verfügung. Und dann kann ich natürlich jemanden zum Beispiel zuschauen, wie er diese Spiele auch spielt. Twitter spannenderweise noch immer relevant, wenn du sie fragst. Der Grund ist, dass sie dort direkten Austausch auch mit Stars und Sternchen haben, vor allem in der internationalen Szene. Also in Österreich ist es normalerweise so, die Bubble ist sehr klein, das sind so die Journalisten und die Technikmenschen, die auf Twitter unterwegs sind. Aber wenn ich international schaue, dann finde ich dort auch große Schauspieler und Schauspielerinnen, die ihren Twitter-Account haben, oder eben auch Politiker und Politikerinnen, wie zum Beispiel Donald Trump, der ja eigentlich seine gesamte Kommunikation über Twitter laufen hat. Telegram als leider einziger Verschlüsselter, zumindest der es auf diese Plattform Übersichter geschafft hat. Telegram ist der einzige wirklich verschlüsselte Open-Source-Dienst. Telegram ist eigentlich WhatsApp. Ähnlich, hat ein bisschen weniger Funktionsumfang, ist aber verschlüsselt. Spannenderweise, wenn man dann nachhakt, wer nutzt denn eigentlich jetzt Telegram, dann sind das meistens Jugendliche, die schon mal Kontakt mit der Obrigkeit hatten, also vor allem männliche Jugendliche, die irgendwann einmal schon mal Polizeikontakt hatten. Matthias, Johannes. weil du schon die Verschlüsselung angesprochen hast, ist die Frage im Chat gekommen, welcher dieser Plattformen, die man da jetzt im Jugendinternetmonitor sieht, sind eigentlich DSGVO-konform? Die Frage kann man leider so nicht beantworten, weil dazu muss man einsteigen, was bedeutet eigentlich DSGVO-konform? Grundsätzlich kann ich alles DSGVO-konform nutzen, was ich auf dieser Plattform hier sehe, weil alle dieser Plattformen haben entsprechende Lizenzabkommen, auch wenn sie zum Beispiel in Amerika gehostet werden, dass sie zum Beispiel über das Privacy Shield laufen. Und wenn ich mich darum kümmere und entsprechend auch die Daten zur Datenverarbeitung ein Einverständnis einhole, kann ich zum Beispiel auch WhatsApp unserer Meinung nach DSGVO-konform nutzen. Warum? Weil das Einzige, was aktuell bei WhatsApp passiert ist, was nicht datenschutzkonform ist, ist, dass wenn ich jetzt einen WhatsApp-Account eröffne und ich habe Kontakte in meinem Telefonbuch, dann werde ich zu Beginn einmal gefragt, möchten Sie diese Telefondaten abgleichen mit der WhatsApp-Datenbank, damit du sie kontaktieren kannst. Das hat einen ganz pragmatischen Zugang, also Hintergrund eigentlich. Und das tue ich aber. In dem Moment teile ich Name und Telefonnummer und habe aber nicht gefragt, ob die Person das möchte. Und das ist zum Beispiel auch ein Zugang, den jetzt viele haben, wenn sie sagen, sie möchten es wirklich ganz korrekt nutzen, dass sie ein ganz neues Handy aufsetzen mit einer Wertkarte drinnen, dort nur Personen ins Telefonbuch reingeben, wo sie auch eine schriftliche oder mündlich, bestenfalls schriftliche Zustimmung haben, dass das okay ist, und die Daten dann entsprechend mit WhatsApp auch abgleichen. Nicht andersrum. Und dann ist es unserer Meinung nach auch okay, das so zu nutzen. Man muss sich immer so die Grundfrage stellen, was möchte ich damit erreichen? Was bedeutet die Frage datenschutzkonform? Und die Frage ist natürlich immer ganz insofern einfach zu beantworten, sofern ich transparent kommuniziere, was mit den Daten passiert, wo sie gelagert werden und wer sie verarbeitet, kann ich so ziemlich alles datenschutzkonform nutzen, was es gibt. Ich muss mich nur damit beschäftigen. Und je unsauberer eine Plattform aufgesetzt ist, desto schwieriger wird es natürlich, weil dann gibt es halt so Themen wie Folgeabschätzung und so weiter. Und dann wird es halt ein bisschen komplizierter. Aber für einen Bereich, in dem wir eigentlich unterwegs sind, kann man eigentlich schon sagen, dass die meisten Sachen einfach sehr transparent kommuniziert werden müssen. Und dann kann ich sie eigentlich auch nutzen. Deswegen können wir zum Beispiel auch Zoom nutzen, obwohl es sehr in Verruf gekommen ist. Und da war auch immer so, gut, da kann man nicht datenschutzkonform nutzen. Zoom konnte man von Anfang an datenschutzkonform nutzen. Es gab einfach nur viel Kritik dazu, weil zum Beispiel das Thema Folgenabschätzung, man wusste nicht ganz genau, was mit den Daten passiert, weil sie teilweise nicht gut kommuniziert haben, haben sie aber mit der Hand auch Hi. verbessert. Hi. Hallo! Ah, ist jetzt mein Mikro auf laut? Ja, Entschuldigung. kein Problem. Jetzt sind alle wieder munter. Genau. Also abschließend dazu, wichtig ist, nicht immer die Frage zu stellen, kann man was datenschutzkonform nutzen, sondern zu fragen, was möchte ich damit eigentlich bezwecken? Und sofern ich nachvollziehbar Daten verarbeiten kann und weiß, warum ich das tue und den Zweck auch nachvollziehbar darlegen kann, ist alles in der Form relativ okay.
Was ist dazugekommen? Telegram zum Beispiel, genau, verschlüsselt Telegram. Das Pendant dazu, das mir ein bisschen lieber ist, ist zum Beispiel Signal. Es wird auch eigentlich von den Experten eher noch empfohlen. Ist eigentlich auch ein gleiches Kommunikationsnetzwerk, auch Ende zu Ende verschlüsselt. Dann haben wir noch Discord, den meisten von euch mittlerweile ein Begriff. Discord ist vor allem eigentlich kommt aus der Gamer-Szene. Früher war vor allem TeamSpeak sehr beliebt für alle Gamer unter euch. Das ist so, dass man eigentlich die Möglichkeit hat, mit Freunden und Freundinnen, mit denen man zum Beispiel gemeinsam in einem Online-Spiel spielt, dass man mit denen auch kommunizieren kann. Die meisten Spiele, gerade im Online-Bereich wie Fortnite oder so, haben das mittlerweile integriert, aber es gibt noch genügend Spiele, wo das nicht geht. Und da kann ich zum Beispiel eben auf TeamSpeak oder auf Discord zurückgreifen. Und bei Discord hat man einen entweder eigenen Server oder man loggt sich in einen fremden Server ein und hat dort die Möglichkeit, dann eigentlich in kleinen Chaträumen miteinander einfach zu reden. Es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, Video zu chatten. Das funktioniert eigentlich auch relativ gut. Ich weiß nur leider gerade nicht, was die Beschränkung da ist, was Videos angeht. Ich habe es erst mit 2 Personen versucht. Genau, und iMessage haben wir dann auch, weil wir das letzte Jahr auch gemerkt haben, iMessage ist speziell eben für Apple die Möglichkeit, dass es eigentlich auch relativ viele nutzen. Also das ist ein Apple-Spezifikum. Also im Grunde kann man sagen, wenn man so diesen Überblick hat, Jugend-Internet-Monitor, sehr bildfokussiert, vor allem man sieht YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok, es geht viel über diese Bild- und Videokommunikation. Und eines, das wir gelernt haben in den letzten Jahren, ist, die Kommunikation geht weg von einer 1-zu-viele Kommunikation, also ich teile das an ganz viele Personen öffentlich, zu einer 1-zu-wenige Kommunikation. Also das, was wir zum Beispiel in Gruppen auf WhatsApp machen, man nennt der Pseudo-Fachbegriff dafür ist Dark Social Web. Das klingt ganz arg. Ist es aber eigentlich nicht, weil es heißt nur, dass man von außen nicht reinschauen kann und nicht mehr zuschauen kann, was da passiert. Hat den Vorteil, dass sie wieder unter sich sind, Kinder und Jugendliche. Hat den Nachteil, dass wir zum Beispiel als Außenstehender nicht wissen, was genau vor sich geht. Umso wichtiger ist es eben auch, diese Kommunikation aufrechtzuerhalten, weil nur weil wir von außen nicht sehen, dass was passiert, heißt es nicht, dass es passiert. Genau. Gibt es dazu noch Fragen zum Jugend-Internet-Monitor? Sonst springe ich mal weiter, weil ich habe nämlich eine nette Übersichtsfolie von heute noch vorbereitet. Und zwar die Charts vom Google Play Store. Beim iOS Store von Apple schaut es noch ein bisschen stärker aus. Wenn man so ein bisschen reinschaut, ist es interessant. Und ich mag die Folie deswegen schon, weil man einfach sehr viel dazu erzählen kann. Also wenn man sich in einem Jahr anschaut, werden sich viele denken, was war da bitte los? Das ist sehr seltsam. Man sieht zum Beispiel die oberste Reihe, wenn wir das sehen, mal gleich mal zoomen. Wir sehen TikTok ganz weit vorne. Wir haben Microsoft Teams. Warum nutzt jemand Microsoft Teams? Der Grund ist der, dass zum Beispiel alle Schulen in Österreich einen kostenlosen Office 365 und Microsoft Teams Zugang bekommen haben vom Bildungsministerium, eh schon seit Jahren. Und das Bildungsministerium die Schulen darauf zu drängt, ein bisschen auch Microsoft Teams zu nutzen. In der Form entsprechend ist es auch sehr gepusht worden. Man sieht Instagram spannenderweise, wenn man da runtergeht, neben Amazon und Snapchat in der Reihe, sieht man plötzlich so eine Pflanzen-App. Die nächste Reihe sind dann noch 2 so Pflanzen-Apps. Das ist lustig, die Leute beschäftigen sich plötzlich mit Dingen, mit Naturdingen, die sie wahrscheinlich vorher so nie genutzt hätten. Aber es ist spannend, so ein bisschen einen Überblick, mal schauen, wie sich das noch weiter entwickelt. Und was mir aufgefallen ist, was ich gar nicht gekannt habe, war in der 2. Reihe neben Google Play Spiele und Google Übersetzer Hello Message. Es dürfte auch scheinbar gerade beliebter werden. Das ist so eine alternative SMS-App mit lustigen Smileys und Icons. Mal schauen, ob das im Jugend-Internet-Monitor nächstes Jahr auch irgendwie aufpoppt. Genau. Zur Frage der Social-Media-Nutzung in meiner Jugendeinrichtung. Die Fragen, die wir uns gestellt haben oder die wir gerne stellen bei so einer Auswahl, ist immer, sind 3 Bereiche. Das ist einerseits der Datenschutz, andererseits der didaktische oder der pädagogische Mehrwert und die technischen Rahmenbedingungen. Zum Thema Datenschutz habe ich zuerst eh auch schon was gesagt. DSGVO ist noch immer so dieses Überding, wo jeder Angst davor hat. Keine Angst, DSGVO ist nicht böse, die hilft uns. Und man kann immer zusammenfassen, DSGVO bedeutet, solange ich nachweisen kann, dass ich es für den Zweck jetzt gerade benötige und das transparent kommuniziere und auch eine Einverständniserklärung, zum Beispiel, wenn ich in öffentlichen Bereichen bin, einhole
dann ist das voll okay. Weil was ist eigentlich der Grundgedanke der DSGVO? Der Grundgedanke ist, dass meine Daten von mir persönlich geschützt werden. Und solange ich nachweisen kann, dass das sinnvoll ist, was wir gerade machen, dass wir das Tool nutzen, um etwas zu machen, dass wir dieses Tool auch entsprechend nutzen und zum Beispiel, was wir da nicht machen sollten, wäre zum Beispiel in die Cloud aufzeichnen, aber es wird auf den Computer natürlich aufgezeichnet. Und entsprechend, wenn man sich diese Gedanken schon mal gemacht hat, dann ist das genau das, was die DSGVO eigentlich machen sollte. Sich überlegen, welche Daten werden gesammelt, wo werden sie gesammelt und wie kann ich die Tools entsprechend nutzen, dass so wenig wie möglich Daten gesammelt werden. Das ist auch gleich die erste Frage, die man da hat. Welche Daten werden eigentlich wirklich benötigt? Das ist nämlich auch die allerwichtigste und in Wahrheit können wir da schon aufhören, weil es ist noch immer so, das im Kopf herrscht, wir müssen alles sammeln. Wir brauchen einfach alles. Wir brauchen die IP-Adresse, wir brauchen die E-Mail, weil wir müssen den vielleicht irgendwann einmal kontaktieren. Möglicherweise. Wir wissen zwar nicht warum, aber vielleicht brauchen wir es irgendwann einmal und machen eine Excel-Liste, wo die E-Mail-Adresse drinnen ist, dass wir ihm mal schreiben können. Genau das soll die DSGVO verhindern. Man muss sich genau überlegen, warum habe ich dieses Datum? Also warum habe ich diese E-Mail-Adresse, die Telefonnummer und den Namen? Und wenn ich nachweisen kann, dass es für mich wichtig ist, dass ich die Person danach noch kontaktiere, wenn ich zum Beispiel, wir machen Broschürenservice. Wir brauchen diese Daten, um Broschüren zu versenden. Und wir haben uns auch das Recht genommen, wir wollen wissen, ob diese Broschüren gut ankommen. Das fragen wir aber vorab auch ab. Das heißt, wenn jemand bei uns Broschüren bestellt, dann kriegt er auch, muss einen Hackerl setzen, dürfen wir dich danach auch noch kontaktieren und die Daten werden spätestens in, glaube ich, einem Jahr oder in zwei Jahren gelöscht. Und das sind so Sachen, die wir uns vorab einfach überlegen müssen und ob die Daten wirklich benötigt werden. Wie wird zum Beispiel eben mit Namen umgegangen, wird anonymisiert, das sind so die klassischen Statistiktools. Eine wichtige Frage, die man auch nicht vergessen sollte, werden verschiedene Accounts benötigt bei anderen Anbietern? Haben die eigentlich alle diese Accounts? Brauche ich zum Beispiel einen Google-Account oder einen Facebook- oder Microsoft-Account, um teilzunehmen? Bei Microsoft Teams ist es zum Beispiel so, dass ich einen Microsoft-Account benötige. Das heißt, da muss man sich vorab natürlich schon mal Gedanken machen. Ist es DSGVO-konform? Natürlich gibt es dann auch rechtliche Rahmenbedingungen. Kann ich zum Beispiel eine Auftragsverarbeiter-Vereinbarung abschließen mit dem? Also das sind so Grunddinge, die man dann natürlich schon mit auch überlegen muss. Und die Datensicherung oder Datensicherheit ist es eigentlich beim Anbieter. Wie schaut es da aus? Das war auch eines der Gründe, warum zum Beispiel Zoom ja in Kritik war, weil die das nicht wirklich super transparent kommuniziert haben. Sie haben sie verbessert. Seit Version 5.0 arbeiten sie dran, man weiß es auch. Aber davor war es ein bisschen so, man weiß nicht wirklich, ob sie das so ernst nehmen oder einfach nur mal machen. Dann natürlich, der nächste große Punkt sind der didaktische und pädagogische Mehrwert. Welchen Mehrwert bietet eigentlich dieses Tool? Nutze ich das nur, weil es lustig ist oder weil es gerade jeder nutzt? Oder gibt es auch wirklich einen Mehrwert? Welche Ziele strebe ich eigentlich damit an? Also nur, weil es jeder nutzt, heißt es nicht, dass es automatisch sinnvoll ist für meinen Zweck. Und ich kenne viele Jugendarbeiterinnen, die sagen, Discord ist zum Beispiel für mich nichts, weil meine Jugendlichen dort nicht sind. Aber wir brauchen ein adäquates Tool, um mit denen in Kontakt zu sein. Und das ist zum Beispiel dann halt Zoom. Die treffen sich halt auf Zoom, weil sie sich das so ausgemacht haben. Aber sie haben sich überlegt, ist jetzt Discord zum Beispiel nur da, weil es lustig ist und alle irgendwie drauf wollen, oder ist es halt auch sinnvoll, weil die Leute dort kommen wollen, weil man zum Beispiel zeitunabhängig sich treffen kann, weil man dort auch mal was im Chat reinschreiben kann und ich als Jugendarbeiter das dann später lesen. Also da gibt es viele Überlegungen, die einfach dann auch helfen, den richtigen Einsatz des Tools auch zu nutzen. Houseparty ist zum Beispiel so eins. Houseparty ist super lustig, aber in Wahrheit ist es die Frage, ist Houseparty jetzt das geeignete Tool, zum Beispiel in der Jugendarbeit? Und ich bin leider kein Freund von Houseparty, weil für alle, die das vielleicht kennen oder sich schon ein bisschen recherchiert haben, wir haben eh auch einen kleinen Artikel dazu geschrieben. Das gehört zu Epic, das ist in dem Fall, sind das die Macher von Fortnite. Und die schreiben auch ganz klar, dass die Daten, die dort hochgeladen werden, verarbeitet werden, dass die auch für Marketingzwecke genutzt werden. Also Houseparty ist auch relativ offen. Man kann das auch so nutzen, aber ist immer die Frage, ob es nicht vielleicht ein anderes Tool gibt, das dann den Mehrwert bietet, zum Beispiel Zoom oder eben, kann auch ein kurzes Skype-Meeting sein oder eben Discord. Und natürlich die technischen Rahmenbedingungen.
Das ist mittlerweile eh schon ein bisschen besser. Vor, wie ich den Vortrag vor, glaube ich, 6 Wochen gemacht habe, war immer noch so, wir setzen das Tool jetzt ein, ohne zu überlegen, welche technischen Rahmenbedingungen eigentlich die Jugendlichen daheim haben, erreiche ich die eigentlich? Bringt das was, wenn ich Discord nutze, wenn keiner einen Computer hat? Oder bringt das was, wenn ich Skype nutze, aber irgendwer hat keinen Microsoft-Account? Also das sind so grundsätzliche Ideen und Überlegungen, die man da natürlich haben sollte. Und ist das Tool natürlich auch für Smartphone nutzbar. Viele Jugendliche haben keinen PC mehr daheim, haben keinen Zugang zu einem Computer und kann das Tool sinnvoll auch am Smartphone eingesetzt werden, war halt auch immer so eine Frage, die wir damit gegeben haben. Aber das Allerwichtigste war natürlich Kontakt halten. Und ich glaube, um das ging es eigentlich von Anfang an und um das geht es eigentlich, weil was ist eigentlich das Ziel mit diesen ganzen Tools? Ich möchte mit meinen Jugendlichen weiterhin Kontakt halten, ohne dass ich physischen Kontakt haben darf aktuell. Und dann war jetzt dann die völlige Überforderung, welche Tools soll ich jetzt eigentlich nutzen? Und das ist nur so eine Auflistung von einigen Tools, über die ich ganz kurz drüber gehe. Wenn es dazu Fragen gibt, würde ich vorschlagen, dass wir die dann ans Ende noch stellen. Zoom haben wir eh schon gesprochen. Der Grund, warum Zoom aktuell einfach so beliebt ist und genutzt wird, das ist das stabilste Tool, das es in der Form gibt, meiner Meinung nach. Also ich habe jetzt einiges ausprobiert die letzten 2 Jahre. Zoom ist einfach das einzige Tool, das auch zum Beispiel, wenn ich jetzt im Klassenraum bin, eine Klassenstärke von 25 Schüler und Schülerinnen ermöglicht, wirklich per Videokonferenz teilzunehmen. Es gibt aktuell kein anderes Tool, das in der Form so gut ist, außer vielleicht Big Blue Button. Das sagt vielleicht euch nicht ganz so viel, aber das ist in der Hochschulszene sehr beliebt. Das ist auch so ein ähnliches Open-Source-Tool wie Jitsi. Funktioniert auch ähnlich wie Zoom, ist auch relativ stabil. Man braucht aber einen guten Server dazu. Dann gab es ganz große Anbieter, die Profis, die eh schon immer da waren, WebEx, GoToMeeting, Skype. Als schneller Austausch hat auch relativ gut funktioniert. Das Gute ist, die arbeiten gerade alle dran. Videokonferenz mit Skype war vor ein paar Jahren Horror. Mittlerweile ist es einigermaßen okay und ich glaube, sie haben sogar abgedatet, dass man mittlerweile mehr als nur 4 Personen sieht. Microsoft Teams ist vor allem für die Schulen interessant. Wire war der europäische, sichere, datenschutzkonforme Browser basierte Messenger und auch als App verfügbar. Ja, also ist halt datenschutzsicherer. So viel besser ist es dann leider auch nicht. Big Blue Button, gerade für die Hochschulen interessant, falls jemand mal Interesse hat oder einen Server daheim hat, wirklich mal ausprobieren, soll wirklich gut funktionieren. Adobe Connect, das war so der Platzhirsch. Warum hat man das dann nicht genutzt? Die ganzen Großen, die sind extrem teuer und dann brauchst du auch entsprechend viel Einarbeitungszeit. Aber zum Beispiel in großen Konferenzen wird Adobe Connect noch immer sinnvoll und nachhaltig genutzt. Google Hangouts, mittlerweile auch kostenlos. Google Meet, heißt das Ganze, sind auch nachgezogen, browserbasiert, brauche ich keine App, kann ich mich einfach einloggen. Ich brauche nicht mal einen Google-Account. Ich glaube, nur der Ersteller braucht einen Google-Account. EduMeet war dann für, vor allem wie Edu, wie man schon merkt, für den Schulbereich bzw. im Fortbildungsbereich von der Europäischen Union eine Art eigenen Server aufzusetzen. Das war am Anfang noch in einer Beta-Version, hat sich nicht wirklich durchgesetzt in den letzten 8 Wochen, also ist wieder ein bisschen versunken. WhatsApp nicht zu unterschätzen. Es ist noch immer verschlüsselt. Es ist zwar nicht Ende zu Ende verschlüsselt, aber ähnlich, also was die Videocalls angeht, wie Zoom. Man muss immer vielleicht ein technischer Input noch. Es ist nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt, diese Videocalls, die wir gerade machen, also nicht da und da zum Johannes, sondern es wird dazwischen entschlüsselt, damit es überhaupt zu euch verteilt werden kann und dann wird es wieder verschlüsselt. Das heißt, der Weg von meinem Handy oder in dem Fall vom Computer zum Server ist verschlüsselt, das ist eine sogenannte Transportverschlüsselung. Am Server wird es kurz entschlüsselt bzw. zugeteilt und dann wieder weitergeschickt. Und theoretisch hätte jemand am Server mit dem Schlüssel die Möglichkeit zuzuschauen, was wir gerade machen. Aber das ist bei allen das Problem, weil eine Ende-zu-Ende verschlüsselte Videokonferenz, die stabil ist und mit mehreren Personen funktioniert, ist aktuell technisch unheimlich aufwendig. Und es arbeiten ganz viele dran, weil ich glaube, derjenige, der als erstes wirklich so eine ganz große Videokonferenz Ende-zu-Ende verschlüsselt herstellen kann, der wird gewinnen. Also das wird so eines der Dinge sein, auf das die Leute dann schauen und da gibt es dann auch kein Argument mehr dagegen, das zu nutzen. Zoom arbeitet zum Beispiel ganz aggressiv eben gerade daran, das irgendwie hinzubekommen. Houseparty, habe ich hier schon was erklärt. Discord wird auch von euch viel genutzt. Ja, großer Vorteil. Es wird auch, glaube ich, unter den Jugendlichen, wenn sie ein bisschen damit umgegangen, also ein bisschen damit umgehen können schon, eigentlich auch
gut angenommen, weil du halt die Möglichkeit hast, einfach mit deinen Freunden digital abzuhängen. Und man sieht, ob jemand da ist oder nicht, aber der Raum ist sozusagen immer irgendwie offen und ich als Jugendarbeiter kann dann in meinen Zeiten, wo ich zum Beispiel arbeite, einsteigen oder eben nicht da sein. Und Jitsi ist das Open-Source-Tool, mit dem habt ihr wahrscheinlich eh auch alle schon mal Kontakt gehabt. Großer Vorteil, Jitsi ist eigentlich gedacht als Open-Source-Tool für den eigenen Server. Gibt mittlerweile ganz viele andere Server, wo ich das machen kann. Ähnliches Problem wie bei Zoom, es ist nur transportverschlüsselt. Aber Open Source, großer Nachteil, es ist nicht ganz so stabil. Und vor allem, wenn ich jetzt 25 Videos einschalte bei Jitsi, wird man merken, dass das wahrscheinlich nicht ganz so toll funktioniert. Aber die arbeiten dran. Und das wäre zum Beispiel auch mein absoluter Favorite, wenn es irgendwann einmal möglich ist, einen eigenen Server aufzusetzen, sofort umzusteigen auf Jitsi, weil das ist Open Source, das ist nachhaltig, das macht Sinn, das ist eine tolle Community dahinter, aber das dauert noch ein bisschen, glaube ich. Bis dahin dürfen wir ruhig noch Zoom nutzen. Genau. Abschließend haben wir noch einen Punkt. Für euch die richtigen Privatsphäre-Einstellungen nicht vergessen. So toll und lustig diese Tools sind, zum Beispiel auch eben Zoom jetzt, die haben, glaube ich, alle Wochen neue Einstellungen. Man muss sich damit einfach regelmäßig beschäftigen und die Einstellungen sind extrem gut. Und wenn man sich damit beschäftigt, und das heißt nicht nur 5 Minuten, sondern vielleicht wirklich mal eine Stunde mit jemand anderen über einen Call hinsetzt und alles mal ausprobiert, dann wird man merken, was man eigentlich alles einstellen kann. Und das ist auch extrem wichtig, weil trotz alledem, auch wenn ich gesagt habe, DSGVO ist jetzt schnell abgehandelt, ist es noch immer wichtig, darauf zu schauen, dass eben zum Beispiel Dinge wie dieses Pseudo-Zoom-Bombing, was euch ja noch nie passiert ist, scheinbar, habe ich gehört, dass dann nicht plötzlich fremde Leute reinkommen in diese Räume und irgendeinen Blödsinn machen. Zoom-Bombing ist ja vor allem in den New Yorker Schulen vor 6 Wochen sehr bekannt und beliebt geworden, wo dann in solchen Klassenräumen plötzlich irgendwelche Idioten sich nackt ausgezogen haben und ihren Schniedel hergezeigt haben. Also es war sehr große Aufregung, kann man sich vorstellen, vom amerikanischen Raum. Entsprechend hat dann plötzlich die Schulbehörde in Amerika gesagt, das ist verboten, große Überschriften überall. Deswegen ist dann so dieser große Krise ausgebrochen, auch rund um Zoom. Hat aber wenig mit Zoom zu tun, sondern einfach mit den richtigen Privatsphäre-Einstellungen, weil das hätte man von Anfang an eben mit einem Passwort und einem Warteraum verhindern können. Unser Angebot auch bei den einzelnen sozialen Netzwerken von Safer Internet. Wir haben zu allen großen sozialen Netzwerken die richtigen Privatsphäre-Einstellungen durchgearbeitet, zu jedem einzelnen Punkt, den wir gefunden haben. Meine Kollegin ist da dran, die wirklich ganz, ganz viele tolle Schritt-für-Schritt-Anleitungen macht. Einfach vorbeischauen. Man lernt dort sehr viel und ich lerne auch regelmäßig neue Einstellungen, wenn man sich da einfach mal durchklickt. Genau, einfach auf Privatsphäre-Leitfäden oder auf saferinternet.at und dort dann einfach suchen. Ganz zum Schluss noch eine kleine Übung als Ausstieg. Ich rede schon wieder viel zu lange. Was tun für die Augen? Das darf man auch nicht unterschätzen. Und ich glaube, das wiederhole ich deswegen auch ganz gerne in allen meinen Vorträgen. Das Thema Augengymnastik, weil das, was wir gerade machen, ist eigentlich, dass wir die ganze Zeit vor einem Bildschirm sitzen. Wir haben wir selber, wir auch die Jugendlichen, immer einen fixen Abstand. Und man vergisst nach 8, 9, 10 Wochen, dass man sich eigentlich die ganze Zeit auf diesen Bildschirm da konzentriert und da ist es wichtig, diese Übungen auch zu machen und das macht nicht nur Spaß, sondern das kann man auch einfach mal so für sich zum Beispiel auch in einer Gruppe ausprobieren. Das macht wirklich Sinn, also diese Übung ist nicht nur erfunden, sondern die darf man durchaus machen. Das heißt, ein Objekt in der Nähe fixieren, eins in der mittleren Entfernung und eins ganz weit weg und das Ganze 10-mal, das hilft den Augen einfach auch, sich wieder mal zu entspannen. Sehr gut. Das war's von meiner Seite. Ich bin offen, wir sind offen für Fragen und Diskussionen. Nicht schrecken, ich beende die Bildschirmpräsentation wieder. Ja, lieber Matthias, vielen Dank für deinen Input. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie es dir geht, Matthias. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht 5 Minuten Pause machen. Sehr gerne. Und dann mehr oder weniger in die Fragen und Diskussion gehen. Wir wollen natürlich quasi deine Inputs oder deine Antworten als Experte, sind wir schon sehr gespannt drauf. Ich hätte vorgeschlagen, wir machen 5 Minuten Pause. Um 9.55 Uhr geht es dann weiter. Ihr könnt derweil eben euch Fragen überlegen und dann sehen wir uns wieder. Perfekt, dann hole ich schnell noch einen Kaffee. Genau, deswegen. Sehr gut, bis gleich. Bis gleich, 9.55 Uhr.
Kontakt, weil wir normalerweise immer vor Ort ja die Workshops machen und so immer das nur zum Beispiel über euch dann mitbekommen, ob es irgendwas Neues gibt. Aber so ist uns jetzt eigentlich in der Form nichts bekannt. Was ganz beliebt ist, halt einfach diese Videocall-Sachen, dass man gemeinsam einfach abhängt, wie zum Beispiel auf Houseparty. Das ist eines der Apps, die von Anfang an relativ beliebt war, einfach weil es auch diesen ein bisschen Spielefaktor drinnen hat. Also jeder, der das schon mal ausprobiert hat, da gibt es auch 4 oder 5 verschiedene Spiele, die ich dann spielen kann. Genau, wo wir dann einfach gesagt haben, gibt ein paar Sachen, auf die man auch aufpassen muss. Das haben wir dann auch versucht, auf Safe Internet zum Beispiel zusammenzufassen. Mhm. Eine weitere Frage ist noch zum Netzwerk Signal. Gibt es dort auch die Möglichkeit, den Standort zu teilen, so wie bei WhatsApp? Ich habe gerade gestrebert und nachgeschaut und ja, man kann das machen. Ja. Man kann da einfach auf Standort drücken. Ist die Frage, was ich nicht weiß, ob es ein Live-Standort dann ist, aber du kannst auf jeden Fall den einen Standort freigeben, wo du gerade bist. Bei Instagram geht es die nächste Frage, und zwar, wie sicher oder DSGVO-konform ist der Instagram-Chat bzw. Instagram-Direct? Genau, die Frage kann man so leider nicht beantworten. Ja, weil natürlich kann ich Instagram genauso auch DSGVO-konform nutzen. Wobei es wird wahrscheinlich auch jetzt jemanden geben, der sich diese Aufzeichnung anschaut und sagt, Matthias, was hast du gesagt? Das geht natürlich nicht. Also es ist immer ein bisschen ein Abwiegen. Es gibt da keine endgültige Rechtsprechung dazu. Es ist ein Kanal, der aktuell bitter zu nutzen ist, wenn man dort die Jugendlichen erreicht. Also das ist gerade genau dieses Abwiegen. Man soll sich von der DSGVO da jetzt nicht verunsichern lassen, weil das, was eben die Grundidee der DSGVO ist, um das vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen, ist wirklich, dass du so transparent wie möglich machst, welche Daten du zu welchem Zweck sammelst. Und wenn du das kannst, dann macht es auch Sinn. Und für Beratungszwecke kannst du durchaus Dinge auch einsetzen, weil das ein Ausnahmeparagraf in der DSGVO auch drinnen ist, der explizit für genau solche Beratungstätigkeiten dann auch hergenommen werden darf. Also es wird uns nichts passieren wegen DSGVO. Das ist mehr was, glaube ich, was tief in uns drinnen ist, diese Angst der Ungewissheit. Und das ist auch nachvollziehbar, weil es gibt keine strikte Regel. Es ist alles, was gerade passiert, müsste ausjudiziert werden. Und wahrscheinlich hast du dann auch bei 3 Anwälten 3 unterschiedliche Meinungen. Merkt man, dass DSGVO sicher aktuell noch ein bisschen für Unsicherheit sorgt, wie man merkt. Gell? Was okay ist. Es ist auch gut, weil je mehr man sich damit beschäftigt, desto besser ist es für uns alle. Genau. Jetzt geht es um ein Netzwerk, was ich persönlich überhaupt noch nie gehört habe, nämlich Telonym. Sagt dir das was? Ja, Frage, leider. Gibt es Erhebungen, wie viele Jugendliche das verwenden? Oder ist das relevant? Leider ist es noch relevant. Ja, es scheint noch nicht auf, weil die anderen Netzwerke so viel stärker gewesen sind. Da war es noch immer unter den Netzwerken, die wir mit erheben beim Jugend-Internet-Monitor. Und es hat leider noch immer, vor allem unter den Jüngeren, eine hohe Relevanz. Telonym ist eine Plattform, wo ich anonym Fragen stellen lassen kann. Also findest du mich hübsch? Und jemand kann dann anonym darunter antworten. Wenn man das kurz sacken lässt, was das heißt, bedeutet natürlich, das ist die großartigste Cybermobbing-Plattform, die es gibt da draußen. Und genauso wird die auch genutzt, weil Jugendliche Kinder vor allem in ihrer Naivität dann halt genau solche Fragen stellen und dann irgendwelche Idioten drunter anfangen, sie wirklich aufs Höchste zu beschimpfen, anonym. Und ja, es wird aktuell genutzt und wir versuchen auch regelmäßig darauf hinzuweisen. Das heißt, mehr oder weniger das Gegenteil von Ask.fm, was es mal gegeben hat. Es war mal Ask.fm war damals mal ganz beliebt und jetzt ist es Telonym. Also das begleitet uns in den unteren Bereichen schon, seitdem wir den Jugend-Internet-Monitor eigentlich machen. Mhm. Eine weitere Frage ist jetzt gekommen zur Stopp-Corona-App, die ja auch in der Öffentlichkeit starkes Thema war. Wird die von Jugendlichen genutzt, beziehungsweise was hältst du von der App? Also Stopp-Corona. Ich weiß leider nicht, ob die Stopp-Corona-App von den Jugendlichen genutzt wird, aber so wie die Kommunikation gerade passiert, gehe ich mal stark nicht davon aus, weil warum sollte ein Jugendlicher gerade die App nutzen? Ob ich sie persönlich nutze? Ja, ich habe sie auf meinem Handy, aber sie funktioniert gerade auf dem iPhone, soweit ich weiß, noch nicht in der Form, dass sie irgendwie nutzbar ist. Das ist eine politische Antwort und ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, weil jetzt spreche ich wirklich als Privatperson, Matthias Jax. Ich würde sie installieren, weil ich glaube, dass es in Zukunft uns alle das Leben erleichtern wird. Okay. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen von euch in der Zwischenzeit? Sonst, um einfach die Zeit zu überbrücken, an mich selbst ist auch eine Frage gestellt worden. Entschuldige, Matthias. Ja, alles gut. Das war die Gruppen gestern, die Unterteilung. Das Ganze nennt sich Breakout Session auf Zoom.
Das kann man mehr oder weniger auf der Web, am Webprofil freischalten, dass man das machen kann. Und dann kann man ganz einfach über einen Button auf der Zoom-Oberfläche in beliebig große Gruppen zu beliebig langen Minuten einstellen, dass die Menschen in Gruppenarbeiten gehen. Und als Moderator hat man dann auch die Möglichkeit zu switchen zwischen den Gruppen, dass von Gruppe zu Gruppe gehen. Andrea, wenn du weitere Fragen hast, können wir gerne im Anschluss dann noch einmal, kannst du mir noch einmal anrufen oder bleibst einfach drinnen und wir reden dann einfach noch einmal drüber. Eine Frage ist gekommen, lieber Matthias, ist der Jugend-Internet-Monitor irgendwo online abrufbar, beziehungsweise wo auf saferinternet.at? Und Thomas, der hat schon geantwortet. Danke, Thomas. Genau. Das ist also, genau, wir machen den Jugend-Internet-Monitor einmal im Jahr. Der ist immer unter jugendinternetmonitor.at oder einfach in Google Jugend-Internet-Monitor eingeben oder eben direkt auf der Webseite abrufbar. Der Ernst hat eine Frage jetzt bezüglich WhatsApp. Nämlich, hallo Ernst. Sind die Nachrichten auf WhatsApp immer gelöscht, wenn man sie am Handy löscht? Das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt kurz überlegen müssen, was passiert, wenn ich sie lösche. Nein, natürlich nicht. Also wenn die Daten, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Nachricht verschickt habe an meine Verlobte und ich lösche die Nachricht und sie hat sie noch nicht gesehen, dann würde sie auf ihrem Handy gelöscht werden, soweit ich aber weiß, wenn sie sie einmal gesehen hat. Also du könntest sie zurückziehen, dann steht da, die Nachricht wurde gelöscht. Ja, doch, also dann hast du sie gelöscht. Genau. Es geht, glaube ich, auch bei Signal seit neuestem, dass ich einfach die Nachricht zurückziehen kann. Früher war es so, dass ich eben die WhatsApp-Nachricht zwar bei mir löschen konnte, aber nicht bei dem anderen. Und bleiben die Nachrichten dann auf irgendeinem Server liegen? Oder die Frage kann ich leider nicht beantworten. Dazu müsste man Einblick haben in die Serverstruktur von WhatsApp. Grundsätzlich, glaube ich, muss man trotzdem immer davon ausgehen, also auch gerade wenn es um Inhalte geht, selbst wenn sie verschlüsselt verschickt worden sind, irgendwo müssen die ja mal zwischengespeichert sein und gehe davon aus, dass wenn du Inhalte, sensible Inhalte hochlädst, dass sie irgendwo mal gespeichert worden sind und du sie eigentlich aus der Hand gegeben hast. Und die Iris schreibt auch dazu im Chat, dass sie im Fernsehen einmal gesehen hat, dass es auch Apps gibt, die gelöschte Nachrichten dann wieder herstellen können. Das ist das war mal bei Snapchat lange Zeit ein Ding. Ja, also mittlerweile, es war vor allem bei Snapchat ein Thema bei Android-Geräten, dass ich eben zum Beispiel Snaps nach 24 Stunden ja nicht mehr angezeigt bekommen habe und da habe ich die aber trotzdem in einem Zwischenspeicher auf dem Android-Gerät mal gehabt. Ist mittlerweile auch behoben. Wie gesagt, es ist, glaube ich, einfacher, sich mich nicht so mit der Frage zu beschäftigen, sondern eher immer davon auszugehen, wenn ich was online stelle, dann ist es irgendwo mal auf einem fremden Computer und dann ist es wahrscheinlich auch mal irgendwo gespeichert und man kann nie davon ausgehen, dass es dann wieder gelöscht wird. Und bevor ich zur Frage von Harald komme, noch zu dem gleichen Thema, nämlich Löschen von Sachen auf WhatsApp. Das ist auch, was du schon gesagt hast, Matthias, nämlich die Andrea schreibt, wenn sie eingestellt hat, dass es gespeichert wird, dann werden die Fotos dann auch noch. Sollte die Frage verstehen ich ganz. Moment, ich lese doch, wörtlich vor. Ich weiß, was sie meint. Okay. Ist genauso. Du hast ja die Möglichkeit bei Android, wenn du zum Beispiel neu einstellst, beziehungsweise auch mittlerweile beim iPhone, dass wenn du Bilder bekommst auf WhatsApp, dass die automatisch in deinem Album gespeichert werden, nicht nur innerhalb der App. Und ja, natürlich, wenn du jetzt innerhalb der App diese Fotos löscht, dann sind die weiterhin auf dem Album gespeichert. Und entsprechend ist ja genau das, was ich ganz zu Beginn gesagt habe. Wenn jetzt eine Nachricht verschickt worden ist und ich möchte die irgendwie wieder einfangen, dann ist es wirklich so, dass ich zu jedem physisch hingehen muss, den ich das gezeigt habe. Der muss dann mit mir gemeinsam das Album durchgehen, der muss alle Speicherorte durchgehen und das ist ein ziemlicher Aufwand und potenziell eigentlich unmöglich, dass du das Ding wieder runterbekommst irgendwo. Mhm. Der Harald hat eine Frage, nämlich auch, was ich beobachtet habe oder mir aufgefallen ist. Es sind ja quasi 2020 im Jugend-Internet-Monitor alle Zahlen gestiegen. Das ist ja quasi auch ein Unterschied zum Vorjahr zum Beispiel. Hast du da in irgendeiner Form eine Begründung dafür? Oder er fragt auch, ob es quasi an der Art der Befragung oder an der Formulierung der Fragen irgendwas verändert hat. Also wir haben das ist eine gute Frage, uns ist das auch aufgefallen. Wir glauben einerseits schon, dass die Nutzung der sozialen Netzwerke auch stark gestiegen ist, aber es hat auch mit der Art der Befragung zu tun. Also wir haben zwar keine anderen Fragen gestellt, aber wir haben eine relativ hohe Schwankungsbreite und wir haben das einmal versucht dann durchzurechnen und es kann sein, und das ist halt leider der Nachteil von so einer kleinen Stichprobe von nur 400 Jugendlichen, dass wir jeweils am unteren und am oberen Ende da letztes Jahr und dieses Jahr gewesen sind und dann ergeben sich so große Schwankungsbreiten. Das, was wir aber
schon mitbekommen haben, ist, dass die Netzwerke einfach verstärkt genutzt werden. Und wir haben das auch selber ganz zu Beginn an das Institut für Jugendkulturforschung nochmal zurückgespielt. Und die haben dann auch die ganzen Daten nochmal ausgewertet und haben uns gesagt, nein, es ist wirklich gestiegen. Also die Jugendlichen nutzen um das mehr diese Netzwerke auch. Eine Schülerin hat der Petra mal erzählt, dass es eine App gibt, wo man sieht, wer einen auf Instagram besucht hat. Da würde ich mal immer vorsichtig sein, wenn eine Schülerin erzählt, dass sie was gesagt hat. Nein, ich muss gestehen, ich weiß von dieser App nichts. Also ich kann mir das auch schwer vorstellen, wie das funktionieren sollte. Kann ich leider wenig dazu sagen. Dazu müsste ich recherchieren. Aber genau, bei solchen Dingen muss man immer aufpassen. Also gerade wenn es um solche Apps geht, wo es um Privatsphäre geht, die vermeintlich Dinge können, die eigentlich nicht funktionieren sollten, am besten zeigen lassen und dann hinterfragen, ob diese App wirklich genau das tut, was sie auch tut, weil oft sind diese Apps dann auch schon ein bisschen Scharlatan, die dann was zeigen, was eigentlich gar nicht wahr ist. Und ein paar Daten noch abziehen. Gibt es eigentlich Länder, wo gewisse soziale Plattformen verboten sind, nicht verfügbar? Du hast es ganz kurz einmal nur mit einem Nebensatz erwähnt. TikTok, WhatsApp. Genau, also das ist ganz klassisch. Das ist spannend, weil wir eben in Europa gewohnt sind, dass wir diese ganzen sozialen Netzwerke ganz normal nutzen können. Jeder, der schon mal in Thailand auf Urlaub gewesen ist oder vielleicht irgendwo anders im asiatischen Raum, wird merken, dass er da nicht einfach auf Facebook zum Beispiel zugreifen kann. Und genau so ist es eigentlich auch. Im asiatischen Raum gibt es viele alternative Apps oder eben auch im Russischen, die das Pendant zum Beispiel zu Facebook oder zum Beispiel WhatsApp sind. Und im Chinesischen ist es zum Beispiel WeChat. Das ist für uns völlig unbekannt. Aber für jeden, der irgendwann einmal in diesem asiatischen Raum ist, das ist eigentlich so die Vorbild-App. Wenn man wissen will, wie WhatsApp in den nächsten Jahren ausschaut, braucht man sich nur WeChat anschauen. Und das ist extrem, weil die ganz bewusst auch zensieren da drinnen. Da liest der Staat wirklich mit. Und wenn es dann Inhalte gibt, die auch nicht erwünscht sind vom Staat, die werden explizit dann auch rausgelöscht. Und das ist zum Beispiel Winnie Pooh. Das ist zum Beispiel ein Begriff, der ja abwiegend für den Präsidenten, also für den Leader of China genutzt wird. Und wenn das als Bild kommt, dann wird das auch gelöscht. Also dann kannst du das auch nicht senden über zum Beispiel WeChat. Und da gibt es keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, da wird alles mitgelesen. Kann ich vielleicht aus dem privaten Nähkästchen ein bisschen plaudern, weil jetzt ist ja in China. Und da braucht es auch eine digitale Vorbereitung. Also für alle, die das mal vorhaben, dorthin zu fahren, also ein VPN vorher in Europa installiert, ist sicher ein Vorteil, weil nicht nur die sozialen Netzwerke nicht funktionieren, sondern auch Google als Dienst. Das heißt, du hast kein Google Maps, du hast kein Google Translator und so weiter. Das wäre nur über ein Virtual Private Network möglich. Super, ja. Ja. Eine weitere Frage ist aufgetaucht, auch sehr, sehr spannend. Du hast uns einen Jugend-Internet-Monitor vorgestellt. Gibt es auch sowas wie einen Erwachsenen-Internet-Monitor? Weil es nämlich die Frage ist, über welche Netzwerke man zum Beispiel jetzt Eltern erreichen kann. Also wir haben keinen Erwachsenen-Internet-Monitor, weil wir uns eben mit der Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen beschäftigen, aber unsere Trainer und Trainerinnen, die machen ganz viele Weiterbildungsangebote und die machen das wirklich über Zoom auch. Ja. Also es gibt Elterngruppen, die treffen sich dann auf Zoom, Kindergartengruppen, die treffen sich dann gemeinsam abends auf Zoom, gemeinsam was zu erarbeiten. Und da gibt es jetzt kein spezielles Netzwerk, wo ich jemanden finde oder suche, sondern es ist die Technologie, die dahinter steckt. Und Video ist halt gerade einfach extrem wichtig. Und da ist zum Beispiel eben Zoom oder eben auch Jitsi eine Möglichkeit, diese Eltern zu erreichen. Und man darf nicht verzweifeln beim ersten Mal. Also wenn man das aufsetzen möchte und die Eltern erreichen, man muss da wirklich auch... Allen hören dich. Genau, also man darf sich da nicht frustrieren lassen. Es kann sein, dass die ersten 2-3 Mal vielleicht nur 4-5 dazukommen, aber es spricht sich dann rum und das ist wirklich, Word of Mouth ist gerade extrem wertvoll und man sieht dann, dass dann plötzlich 20-30 dabei sind und dann hat man gesehen, es funktioniert und macht Spaß und man sieht dann doch die Leute wieder. Wie ist das eigentlich mit Tracking-Apps? Gibt es die jetzt wirklich und sind die als Privatpersonen nutzbar? Es ist spannend, diese Angst auch, getrackt zu werden, keine Sorge. Ja, natürlich gibt es diese Apps, die Apps funktionieren auch, sie kosten auch entsprechend. Ich glaube, aktuell zwischen 60 und 100 Dollar pro Monat. Dazu brauche ich physischen Zugriff auf zum Beispiel ein Android-Gerät. Am iPhone ist es ein bisschen komplizierter. Ob ich die als Privatperson nutze oder nicht,
wir wissen es, ich weiß es zum Beispiel von den Frauenhäusern, dass da durchaus ich als potenzielles Opfer von meinem Partner, von meiner Partnerin mitgetrackt werden kann, aber es ist viel einfacher. Man braucht da keine Angst haben, dass ich irgendeine App auf dem Smartphone habe, sondern was passiert in der Regel, wenn ich getrackt werden möchte? Es gibt zwei Funktionen, die eigentlich der Familie vorbehalten sind, und das ist der Partner, die Partnerin ist ja normal Teil der Familie. Ich kann am iPhone genauso am Android einstellen, dass Freunde mich sehen dürfen, also dass meine Familie auch meinen Standort lokalisieren darf. Das kann ich ganz normal in den Betriebssystemeinstellungen, da brauche ich keine eigene App dafür. Und wenn ich mitlesen möchte, was die Person schreibt, dann schaue ich einfach, dass Web-WhatsApp auf meinem Desktop-PC entsprechend gekoppelt ist, und dann kann ich alles mitlesen, auch wenn es Ende zu Ende verschlüsselt ist. Also da gibt es ganz andere Angriffsszenarien, klingt das böse. Da braucht man sich keine Sorge machen um diese Apps. Da gibt es ganz andere und einfachere Möglichkeiten, einen zu tracken. In der Regel wird es nicht der Fall sein. Also das ist wirklich dann, wenn ich eben im Frauenhaus bin und mit den Klientinnen dort dann zu tun habe oder mit den Trainer und Trainerinnen, das sind ganz andere Herausforderungen dann. Eine weitere Form von Verfolgung ist ja auch Cybermobbing, mehr oder weniger. Gibt es, denke ich, auch Daten rund um zu verstärkten Cybermobbing, vielleicht auch aktuell, beziehungsweise vielleicht auch mögliche Tipps gleich in Verbindung für Jugendarbeit? Also ich würde da ganz stark raten, wirklich mal auf die Rad auf Draht Webseite vorbeizuschauen. Die veröffentlichen gerade regelmäßige Inhalte genau zu dem Thema, auch wenn es um Cybermobbing geht. Und ja, es ist aktuell schon so, dass digitales Cybermobbing aktuell verstärkt auch passiert. Es gibt ganz viele Tipps, wie man damit umgeht. Also da möchte ich gar nicht so viel erklären. Wie gesagt, wir haben es entweder auf safeinternet.at oder auf Rad auf Draht aktuell vorbeischauen. Da gibt es ganz viele tolle Tipps, Hinweise, Tricks, wie ich damit umgehe, wenn zum Beispiel ich mitbekomme, dass ein Jugendlicher jetzt in so einer Krise drinnen ist. Und das Angebot auch, das viele noch eigentlich gar nicht so mitbekommen haben, Rad auf Draht ist auch für jugendliche Bezugspersonen. Das heißt, ich als Multiplikator, als Jugendarbeiter darf dort auch einfach auch mal anrufen und mich informieren, und die sind eigentlich sehr kompetent. Okay, gibt es noch Fragen, die aktuell noch vorhanden sind? Sonst habe ich vielleicht noch eine Frage für dich, Matthias. Gerade vielleicht im professionellen Kontext, wo ich mit Jugendlichen arbeite. Es ist ja WhatsApp mehr oder weniger in Verruf geraten, auch unter anderem wegen Datenschutzgeschichten. Jetzt gibt es WhatsApp Business. Ist es damit besser? Nein, WhatsApp Business ist nicht besser, sondern WhatsApp Business erlaubt dir eigentlich nur, dass du eine sogenannte API nutzt, also eine digitale Schnittstelle zu WhatsApp, um zum Beispiel das, was wir jetzt versuchen auch, so ein bisschen ein Sneak Preview, ein Kettenbriefbot über WhatsApp zu installieren. Das ist ein automatisiertes Programm, das auf verschiedene Inhalte dann reagiert. Das ist aber der einzige Unterschied. Ich habe nur die Möglichkeit, eben dann das in einem Businessbereich zu nutzen. Es hat aber nichts damit zu tun. Und das ist auch spannend. Der Grund, warum WhatsApp eben nicht, also so in Verruf geraten ist, dass man eben das Nutzer nicht richtig genutzt hat. Ich habe sehr wohl die Möglichkeit gehabt, immer WhatsApp auch in einer Form zu nutzen, wo so wenig wie möglich Daten übertragen werden. Nur es ist halt dann nicht lustig, weil wenn ich nicht weiß, wer online ist, dann kriege ich auch kein Feedback, ob der das schon gelesen hat oder ob das jemals angekommen ist, sondern ich schicke eigentlich wie E-Mails die ganze Zeit ins Leere und kriege nichts mehr zurück. Deswegen haben die Leute dann auf Kontakte teilen gedrückt, und da ist es dann passiert, dass plötzlich alle Telefonnummern dann bei WhatsApp waren. Jetzt geht es eh wieder ein bisschen so auch Richtung Datenschutz und um deine Einschätzung. Nämlich, ist Datenschutz ein Thema, womit sich Jugendliche grundsätzlich beschäftigen, oder ist es eher wurscht für sie, sage ich jetzt einmal so salopp? Also unserer Erfahrung nach ist es ihnen eher egal. Also da geht es mehr darum, welche Informationen sehen die besten Freunde, die Freundinnen, und in diesem Bereich aber weniger, welche Inhalte sind von mir online. Und also ich kann nur aus einem Gespräch von letzten Jahr auch erzählen, wenn du mit einem Jugendlichen redest und sagst, hey, ist es vielleicht clever, dass du das online gestellt hast, weil es könnte sein, dass vielleicht der Arbeitgeber oder Potenzielle mal drüber stolpert, dann sagt er, naja, wenn er deswegen mich nicht nimmt, dann hat er mich eh nicht verdient. Und das ist schon noch immer ein bisschen eine Einstellung, an der wir auch versuchen zu arbeiten und versuchen regelmäßig zu sensibilisieren, dass es eben genau nicht so ist. Diese Inhalte sind einfach da, und die sind auch teilweise dann schwierig wieder aus dem Netz zu bekommen. Und das fängt beim Sexting an und hört auf bei den Partyfotos, die eh schon immer Thema sind, aber halt leider immer wieder wiederholt werden müssen. Mm-hmm. Jetzt noch einmal zurück zu WhatsApp Business, ist eine Frage gekommen. Nämlich, kann WhatsApp, das normale WhatsApp, über WhatsApp Business genutzt werden? Allen, du challengest mich. Das ist ein Trainer von uns, halb Allen. Ich weiß es nicht.
Aber wie gesagt, meine Einschätzung ist aktuell, aber berichtige mich, wenn du da was anderes weißt, dass WhatsApp Business eigentlich vorrangig dazu dient, eben diese digitale Schnittstelle bereitzustellen, dass ich dann über andere Programme WhatsApp nutzen kann und nicht nur über mein Smartphone. Genau. Wir haben ja auch am Jugend-Internet-Monitor gesehen, jetzt bei den Top 6 sozialen Netzwerken gibt es ja mehr oder weniger zwei Anbieter, die sich herauskristallisieren, die momentan so soziale Netzwerke am Markt haben, oder? Erschreckenderweise, ja. Gut beobachtet. Ist da irgendwie ein dritter Alternativer in Sicht, der Potenzial hat, oder ist das eh, außer TikTok jetzt, ne? Schwierig zu sagen. Ja, also ich meine, was du jetzt erwähnt hast, für alle, die das vielleicht nicht mehr gesehen haben, ich zeige noch mal kurz den Jugend-Internet-Monitor her, um das zu verdeutlichen, was wir da gesehen haben. Schau. Genau. Also WhatsApp, Instagram und Facebook sind ja eigentlich ein Unternehmen. Das heißt, die großen, Facebook kann es eigentlich ziemlich egal sein, wenn die Jugendlichen bei Facebook wegwandern. YouTube gehört zu Google, Snapchat ist noch immer ein eigenes Unternehmen und TikTok ist natürlich ein eigenes Unternehmen. Ist jetzt die Frage, es wird jetzt wahrscheinlich kein großer neuer, meine Einschätzung ist, es wird kein großer neuer Player mehr kommen, so wie es aktuell der Fall ist, also die werden da sein, aber es wird sich einfach viel mehr kleinteiliger bewegen in Zukunft, also Jugendliche werden einfach mehrere unterschiedliche Netzwerke nutzen, wo sie dann auch ihre unterschiedlichen Kanäle haben und das ist ja auch nicht verwunderlich, weil wenn ich jetzt zum Beispiel auf mein Smartphone schaue, ich habe 6 verschiedene Möglichkeiten, wie man mich digital erreicht, aber mir ist es egal, weil das ist in einem Ordner drinnen und wo ich da jetzt reinklicke oder da reinklicke, das ist mir dann wurscht. Und die sozialen Netzwerke hängen ja auch miteinander unterschiedlich zusammen. Ne? TikTok und Snapchat kann ich ja teilen, soweit ich weiß. Instagram und Facebook kann ich quasi miteinander verknüpfen. Ne? Also ist es so, genau, diese Netzwerke, es sind natürlich untereinander immer, der Wunsch ist immer da, dass man sie miteinander verknüpft, weil also es gibt diesen sogenannten Social Login, das hat Facebook vor ein paar Jahren mal eingeführt, dass ich mich nicht mehr mit meinem eigenen Account, E-Mail-Adresse und Name anmelden muss, sondern einfach nur auf einen Button klicke und wenn ich auf Facebook eingeloggt bin, dann wird alles übernommen. Das ist super praktisch für mich als Nutzer oder Nutzerin, weil ich mir um nichts scheren muss, sondern ein Knopf und ich bin angemeldet. Aber der Nachteil ist, und das sehe ich persönlich zum Beispiel an meinem Spotify-Account, das habe ich gemacht, weil es so lustig war. Und natürlich ist der jetzt für immer an diesem Facebook-Account dran. Bedeutet aber auch, dass ich die Verknüpfung nie aufheben kann. Ich bin für immer mit meinem Spotify-Account an meinem Facebook dran und dadurch, dass ich Spotify schon so lange nutze, habe ich jetzt keine Lust, wieder von vorne anzufangen. Also ich zahle auch zum Beispiel dafür, da hängt auch die Familie dran. Also ich bin gefangen in einem System und das ist auch ein bisschen das Ziel natürlich, weil wenn ich das nutze, dann beginne ich so wie bei den 1, wie heißen diese Punkte, die man da sammelt, man kommt da irgendwie nicht mehr raus. Die Mobile Points, gell? Genau. In dem Fall. Aus dem Chat ist wieder eine Frage gekommen, nämlich gibt es einen Zugang, wie man Jugendliche gut sensibilisieren kann für den Datenschutz, also quasi irgendeinen Leitgedanken, den man vermitteln kann. Man möchte ja nicht mit erhobenem Zeigefinger jetzt arbeiten, in der außerschulischen Jugendarbeit auch, gell? Ich glaube, es gibt jetzt nicht diesen einen Leitgedanken, sondern die Idee ist, dass man selber als Multiplikator, als Jugendarbeiter, als Bezugsperson entsprechend das auch vorlebt. Und was bedeutet das? Wir fangen zum Beispiel auch bei den Eltern dann an, wenn ein Foto gemacht wird, dann frage ich einmal mehr nach, willst du eigentlich, dass das Foto von dir dann auch online ist? Und genau diese einfachen Dinge zurückzufragen, zu spiegeln, was mit den Daten passiert, auch wirklich vielleicht ein bisschen übertriebener, hilft auf jeden Fall, diese Sensibilisierung da auch voranzutreiben. Und ich glaube, da müssen wir das erste Mal bei uns selber anfangen, uns zu überlegen, was wir eigentlich für Daten sammeln, wenn wir was fotografieren, schreiben und so weiter. Und auch immer abzuwiegen. Also natürlich kann ich nicht jedes Mal nachfragen, das ist auch nicht Sinn und Zweck, aber ich als Pädagoge, Pädagogin, Jugendarbeiter, Jugendarbeiterin, habt ihr natürlich eine extreme Vorbildrolle. Und ein Ding, was wir zum Beispiel auch mitgeben, ist ähnlich Datenschutz, Urheberrecht zum Beispiel dann auch, der Schwenk in die Richtung bei den Lehrerinnen oder auch wenn ihr Präsentationsfolien macht, dass man halt Creative Commons Bilder verwendet und da extrem drauf schaut, weil so wie ich das herzeige, genauso wird es dann auch von den Jugendlichen aufgenommen und weitergelebt. Vielleicht auch noch Richtung Nutzung von sozialen Netzwerken für Jugendeinrichtungen jetzt.
Es ist ja natürlich jedes, also sobald ich einen Account errichten möchte und den vielleicht auch noch promoten möchte, ist es natürlich jedes soziale Netzwerk für sich mit Aufwand verbunden. Jetzt ist natürlich nicht möglich, sage ich jetzt einmal, mit geringen Ressourcen überall mitzuspielen. Gibt es aus deiner Sicht irgendwie so die Top 3 sozialen Netzwerke, wo ich dabei sein muss oder sollte? Es gibt da leider jetzt nicht die eine Antwort, weil es ist wirklich so, dass es extrem unterschiedlich, sogar innerhalb von Österreich jetzt schon extrem unterschiedlich ist, wo die Jugendlichen anzutreffen sind. Ein Netzwerk, das sicher gut funktioniert bei den Jugendlichen, ist Instagram. Weil da haben wir auch die Erfahrungen gemacht in den anderen Jugendnetzwerken, genauso aber auch mit dem Safer Internet Instagram-Account, dass wir da einfach die entsprechende Zielgruppe erreichen. Wobei, mittlerweile merkt man schon, dass wir uns ein bisschen wegbewegen auch wieder davon. Also Jugendliche nutzen jetzt zum Beispiel TikTok, ist gerade eine Plattform, wo ich sicher Jugendliche auch ganz gut erreichen kann. Ist immer die Frage, mit welchen Inhalten und mit welcher Aufmerksamkeitsspanne ich das dann dort auch schaffe. Natürlich, also für mich zum Beispiel, für uns ist TikTok ein wenig ressourcentechnisch zu aufwendig und das gilt halt immer abzuwiegen. Also ich glaube, es gibt jetzt nicht die eine patentierte Lösung, ich gehe auf das Netzwerk und das Netzwerk und dann kann ich meine Ressourcen verteilen und habe alle Jugendlichen, sondern das ist ein Spiel, das ich die ganze Zeit spielen muss und immer abwägen. Und man darf auch scheitern, das ist das Wichtigste. Man darf ausprobieren. Ich als Jugendarbeiter habe den Vorteil, genauso wie wir als Safe Internet, wir dürfen auch mal scheitern, weil wir sind die Erwachsenen. Und wenn wir dann Blödsinn bauen, und da haben wir mal kurz ausgelacht und sagen, okay, es ist vielleicht nicht das richtige Netzwerk für uns, aber das Internet ist so schnell und das ist auch das Schöne, es vergisst zwar nie, aber es ist irgendwann einmal irgendwo ganz weit hinten. Und wenn man sich vorstellt, auf Twitter, wenn ich einen Blödsinn poste, ist das innerhalb von 20 Sekunden weg, das ist vergessen. Wenn ich auf TikTok etwas poste, dann kann es passieren, dass es sowieso niemand sieht oder das sehen 10 Leute. Wenn es gut ankommt, vielleicht mehr. Das der Geheimnisse einfach machen, nicht lange überlegen. Machen, aber auch so bedenken, dass man eben nicht nur machen, weil es lustig ist, sondern wirklich auch mal kurz hinsetzen. Also das, was wir schon versuchen mitzugeben, ist zu überlegen, warum möchte ich dieses Netzwerk jetzt nutzen, vielleicht einen kurzen Mini-Redaktionsplan einmal aufzusetzen, zu sagen, das sind die Ziele, da wollen wir hin, sich wirklich die zwei Stunden mal nehmen, das niederzuschreiben, zu sagen, können wir versuchen, das in einer Woche oder in einem Monat oder in einem halben Jahr anzuschauen, hat das gut funktioniert oder nicht, was sind die Learnings daraus und dann wirklich auch mal zu sagen, okay, hat nicht funktioniert, probieren wir mal woanders weiter. Mhm. Weil du auch Spotify schon selbst erwähnt hast, aus dem privaten Erlebnis heraus, fragt die Dani im Chat, was ist jetzt eigentlich mit Spotify? Sie erinnert sich, dass es einmal beim Jugend-Internet-Monitor schon dabei war. Oder ist es jetzt? Das glaube ich, erinnerst du dich falsch. Also Jugend-Internet-Monitor ist ja eigentlich nur die sozialen Netzwerke und wir haben Spotify nicht drinnen. Was wir dieses Mal drinnen haben, sind die Streaming-Dienste, also zum Beispiel Netflix und Amazon Prime. Aber Spotify selber, weil wir eigentlich nur soziale Netzwerke oder Kommunikationsnetzwerke sozusagen abfragen. Spotify selber haben wir da nicht, aber ich muss es ganz kurz nachschauen. Wir haben es vielleicht dieses Mal drinnen als Streaming-Dienst, als Musik-Streaming-Dienst. Gibt es mir 10 Sekunden und wissen wir es. Und zwar, genau, Musik-Streaming-Dienste, und zwar haben wir 75% haben Netflix, Überraschung, danach mit Abstand Amazon Prime, 57%, dann jetzt richtig, schau, Spotify 52%, Soundcloud, falls es noch jemand kennt, 19%, Apple Music, Sky und Datsun. Mhm. Das waren so diese Netzwerke, aus Streaming-Dienste, die wir noch erhoben haben. Der Christian fragt, welche Gründe stehen dafür, sich bei diversen sozialen Plattformen zu registrieren? Ist es die Zugehörigkeit, warum sich Jugendliche registrieren? Ist es Lifestyle oder ist es irgendwas anderes? Also die Frage vielleicht, ich spiele es ganz kurz zurück, ich als Jugendarbeiter oder Erwachsener oder ich als Jugendlicher? Ich erkläre beides. Ich als Erwachsener macht extrem viel Sinn, um einzutauchen, wenn ich in dieser Welt unterwegs bin, um zu verstehen, zum Beispiel, was so ein YouTuber oder ein TikToker eigentlich für eine Welt umgibt. Also ganz klassisch wäre zum Beispiel eine Frage, die an mich herangetreten wird, hast du schon mal Bibi Beauty Palace gesehen und du weißt, du kannst es in eine Welt einsortieren. Du weißt, dass zum Beispiel die Dame jetzt früher Kosmetikartikel gemacht hat, vor allem bei den jungen Mädels sehr beliebt war, mittlerweile 2 Kinder hat, eine Mutterrolle. Also da gibt es ganz viele Themen, die plötzlich aufpoppen und wenn ein Jugendlicher mich fragt, kennst du den oder die YouTuberin, dann kann ich das einordnen und das hilft mir zum Beispiel relativ schnell darauf zu reagieren, die Themen aufzumachen und dann darüber zu reden, weil das
das ist meistens auch immer so ein Gesprächswunsch oder Angebot, das ja der Jugendliche an mich dann hat. Für Jugendliche ist es ganz klassisch Bier, Druck zum Beispiel. Alle sind jetzt auf TikTok, deswegen muss ich auch auf TikTok. Aber nicht nur, sondern ist auch zum Beispiel einfach Selbstverwirklichung. Auf Instagram ist es eine wunderbare Möglichkeit, diese digitale Welt, diese schöne digitale Welt, die man dort ja auch vorfindet, zu inszenieren. Und das wird ja dort auch wahrgenommen. Und wenn ich das mit den richtigen Hashtags hinterlege, kriege ich da sehr viel Herzerl. Und diese Herzerl, die ich dort bekomme, diese digitalen, die schütten echt Endorphine aus. Und jeder, der auf Instagram ist und schon mal 1000 Herzerl bekommen hat, weiß, der freut sich darüber und man schaut auch dann regelmäßig drauf und das ist ähnlich wie Schokolade essen. Ich hole mir das halt dann meinen digitalen Glückskick sozusagen in diesen Netzwerken auch ab. Und natürlich, wie jeder Jugendliche, hat halt dann den Wunsch einerseits nach Anerkennung, nach Erfolg, Zugehörigkeit. Also das sind eh die klassischen Themen, die ich sonst auch in einer normalen Peergruppe einfach habe. Ja, wir sind schon fast am Ende unserer Zeit. Eine Frage wird sich, denke ich, noch ausgehen. Schauen wir noch ein bisschen im Chat, ob noch was kommt. Zu viel erzählt schon, aber ich bin begeistert, dass noch 64 Leute da sind. Unglaublich. Voll gut. Jawohl, und zwar ein Statement vielleicht zum Schluss. Mehr oder weniger von der Perspektive heraus, warum man eigentlich jetzt als Jugendarbeiter und Jugendarbeiterin Interesse zeigen sollte oder zu tun. Und zwar, der Auftrag als Jugendarbeiterin ist es, für die Lebenswelten und Interessen der Jugendlichen offen zu sein. Ob ich das privat gut oder schlecht finde, sollte man in der Arbeit außen vor lassen. Aber das Interesse, denke ich, sollte bei einer Lebensweltorientierung durchaus dabei sein. Und Nadja, der Austausch wird sich, glaube ich, jetzt nicht mehr live ausgehen, aber wer Lust hat, die Nadja lässt fragen, ob es vielleicht von den Jugendeinrichtungen möglich ist, einfach in den Chat hineinzuschreiben, auf welchen sozialen Netzwerken die Jugendeinrichtungen unterwegs sind, einfach um einen Überblick zu bekommen, was so genutzt wird. Ansonsten, keine Frage. Wir müssen es auch nicht bis Punkt halb durchziehen, lieber Matthias. Vielen lieben Dank noch einmal für deine Zeit. Es war wirklich wieder einmal sehr, sehr spannend und interessant. Sehr gerne. Deine Einblicke und dein Input. Für alle diejenigen, die es vielleicht von Anfang an nicht mitbekommen haben, für alle, die eine Teilnahmebestätigung brauchen, noch einmal die Erinnerung, den Namen und die E-Mail-Adresse in den Chat. Ansonsten sage ich, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr auch bis zum Schluss mitgemacht habt. Danke für eure Fragen. Morgen geht es dann weiter mit dem Thema die Substanz Cannabis und zwar um 14 Uhr am gleichen Ort. Ich freue mich wieder, dass ihr dann wieder alle mit dabei seid. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Hoffe, dass es nicht allzu sehr regnet und kalt wird. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei der Logo Meiterbildung. Alles klar. Ciao. Liebe Grüße nach Graz. Danke, Matthias. Und wir sehen uns heute Abend wieder. Wir sehen uns heute Abend. Ciao. Ciao.